Es gibt wieder News von EcoGrid. Heute haben wir hier zu Gast die Emily, meine Tochter, um nicht das grausliche Wort Stieftochter zu bemühen. Hi Emily. Hallo. Die Emily hilft uns heute bei der Stallarbeit. Also eigentlich nicht sie hilft, sondern sie macht die Stallarbeit für uns. Ja, wisst ihr, sehr motiviert, aber schon ein bisschen erschöpft. Hat mehrere Gründe, unter anderem meine Videofähigkeiten in der Aufzeichnung. Mit Ton macht es mehr Sinn, aber es ist eine andere Geschichte, ein anderes Kapitel. Emily, danke erst einmal fürs Helfen. Erzähl mal, was machst du da jetzt? Ja, ich versuche da jetzt gerade den Pferdemist, also den Pferdeknödel vom Bio-Waldboden zu trennen und schüttel das da mit meiner Gabel durch. Und ja, nach einer gewissen Zeit geht das Ganze in die Schulter und in die Oberarme. Ich mache gleich Selbstanzeige, ich bin so ehrlich, wir wollen keine Fake-Videos produzieren. Ich habe der Emily das jetzt schon, wie oft, hingibt. Keine Ahnung, 10 Mal. Weil ich immer wieder irgendwo nicht zufrieden war mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Deswegen ist die Emily natürlich nur mehr außerartig als sonst. Ja. Brave Emily, gleich haben wir es geschafft. Aber du sprichst den Punkt schon, es geht um das Ausschütteln mit so einem Korb zum Beispiel, der ja super ist, weil er viel Volumen. Genau, also kann ich ganz schön viel Mist reinschaffen. Aber geht natürlich in den Oberkörper. Genau, bei 3-4 Pferd ist das vielleicht nur ganz angenehm, aber auf einem Betrieb, wo länger Ausmistzeit drauf geht, ist das sicher sehr anstrengend. Bevor wir zum eigentlichen Thema des heutigen Videos kommen, du hast jetzt selber seit circa einem Jahr den Bio-Waldboden in Verwendung? Genau, seit einem Jahr habe ich einen Bio-Waldboden im Offenstall auf 50 Quadratmeter für meine 4 Araber und bin recht zufrieden. Unterschiede, Vorteile meinetwegen zu einer herkömmlichen Einstreu aus deiner Sicht vom Bio-Waldboden? Ja, Punkt 1 ist für mich mal der Ammoniakgeruch fällt weg beim Bio-Waldboden. Also der Bio-Waldboden bindet ja den Urin und auch den Ammoniakgeruch, der da entsteht und somit Kleidung, Haare etc. ja, bleiben da verschont und natürlich auch die Pferde, die das ja ständig einatmen, sind dadurch nicht mehr belastet. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Können auch alle Männer bestätigen, wahrscheinlich die Pferdemädel an ihrer Seite haben dürfen. Pferdegesundheit ist natürlich klar, Atemwege, Lungengeschichten ist mitunter ein sehr berechtigtes Thema. Wie ist deine Pferden gegangen bei der Umstellung, gerade in der Anfangszeit? Es ist ja dunkel. Ja, am Anfang haben sie natürlich ein bisschen geschaut, weil es ungewohnt war. Sie haben beschnuppert, haben ein bisschen geschaut und haben gemerkt, dass das ganz was Weiches, Angenehmes ist und haben sie eigentlich gleich darin gewollt. Und sie lieben ihn seit der ersten Stunde, also sie liegen voll gern drauf. Eine ältere Stute, die Probleme in die Beine hat, legt sie voll gern hin und kommt auch ganz leicht wieder auf am Bio-Waldboden. Genau, das bestätigen mir auch für andere Kundinnen, dass eben das Aufstehen der Pferde, der älteren Pferde, genau das Thema ist, dass die oft wegrutschen auf irgendwelchen Matten oder dünner Einstreu. Bio-Waldboden bietet halt deutlich mehr Grip. Du hast Schimmelpferde. Ja, 4 Stück. 4 Stück Schimmelpferde. Auch eine häufig gestellte Frage. Die sind dann doch dunkel, wenn sie die hinlegen. Nein, also so ist es nicht. Jeder kennt die klassischen Urinflecken, die ich ja vorher auch bei anderen Einstreuarten gehabt habe am Schimmel. Diese gelben, netten Flecken. Ja, die habe ich eigentlich mit dem Bio-Waldboden nimmer, weil ja, das einfach wegfällt und die Pferde sind auch jetzt nicht irgendwie durch den Waldboden braun verfärbt oder so, wie man vielleicht glaubt, ja, oder viele nehmen das an. Auch wenn die drinnen liegen, die schütteln das ja danach wieder an oder es fällt einfach runter und die Pferde sind da nicht irgendwie verfärbt oder irgendwie so, außer natürlich, sie legen sie direkt in einen Misthaufen, das kann man nicht immer vermeiden. Dann ist eben so, ja. Dann ist so. Genau, aber aufgrund vom Bio-Waldboden einmal keine Verfärbung und ja, ich finde, meine Pferde sind
sind deutlich weißer, seitdem ich eben diese Urinflecken da nicht mehr habe. Okay. Wir können das auch bestätigen von vielen anderen Kundenmeldungen, dass im Prinzip die Schimmelpferde wegen dem auf keinen Fall dunkler sind, schmutziger sind, was auch immer sind. Wir können genauso bestätigen, also wir privat, dass die Einstreu einfach super ist, dass unsere Pferde das lieben. Wir haben das jetzt seit fast 2 Jahren in Verwendung. Du weißt es, du warst von Anfang an dabei. Du kennst die ganzen Geschichten. Emily, sag uns jetzt noch ein bisschen das üblicherweise das Ausmisten, wie es halt bisher ausschaut. Das Schütteln. Das etwas mühsame Schütteln. Ich fällt eh schon wieder was aus. Und dann lass uns doch einfach einmal einen Tausch machen. Jawohl. Perfekt. Merci. So, das ist jetzt eben der EcoGrid Speedy. Ja, schaut sehr schön aus. Erster Eindruck? Gewicht? Ja, liegt gut in der Hand, ist aber schon deutlich schwerer als bei meinem alten Holzausmistrechen. Warum könnte das so sein? Dass der schwerer ist, meine ich? Irgendwas verbaut vielleicht? Irgendwas verbaut, du hast es erraten. Probier jetzt einfach einmal wieder so ein Ding aufzunehmen. Und jetzt tu mir den Gefallen und drück hinten auf das silberne Knöpfchen. Mhm. Es vibriert. Es vibriert und ich bin schon wieder fertig. Und du bist schon wieder fertig, genau. Der EcoGrid Speedy soll ein Ausmisthelferlein sein, einfach mit dem Hintergedanken, dieses mitunter lästige Schütteln loszuwerden und die Arbeit an das Helferlein abzugeben. Und genau das tut er. Das heißt, da drinnen ist ein Motor verbaut. Der Motor wird gespeist von einem Akku. Die Laufzeit vom Akku circa eine Woche bei täglich 1 bis 2 Stunden Stallarbeit. Gefällt's da? Gefällt mir sehr gut und ich glaube, bin ich gleich fertig. Es geht wirklich rucki zucki. Das geht ratzfatz. Natürlich gerade in Verbindung mit Bio-Waldboden, das muss man ehrlicherweise sagen, mit Stroh kann man nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wie siehst du das? Ja, das kommt drauf an. Es gibt ja auch gehäckseltes Stroh, aber ja, das haftet trotzdem mehr am Mist. Also da, ja. Ist das mit dem Waldboden sicher am idealsten in Verbindung? Müsste man probieren, aber ich glaube auch, dass mit Bierwaldboden das am besten funktionieren würde. Die Idee dahinter ist, dass man nicht nur eine Hilfe hat beim Ausmisten, also beim Trennen der Einstreu von den Pferdeäpfeln, sondern dass man noch was weiteres anbietet, und zwar einen Schaufelaufsatz, den kennt man brauchen zum Beispiel für das Ausstechen der nassen Stellen. Emily, nasse Stellen, Bio-Waldboden, was kannst du uns dazu sagen? Ja, also die nassen Stellen, die werden ja ausgestochen. Da sind diese Plastikrechen oft nicht so ideal dafür, weil das doch recht fest wird. Ich mache das halt mit einer Hake, genau, und tue das Nasse dann am Rand. Das trocknet wieder und kann das dann wieder draufstreuen am nächsten, übernächsten Tag. Mhm. Und unsere Idee ist eben, dass man vorne anstatt dem Korb oder dem Körbchen da vorne eine Schaufel drauf gibt, man stellt den Fuß drauf, drückt hinten auf das Knöpfchen und dann geht es nach unten. Und natürlich mit Metallschaufel besser als mit dem, aber man sieht es da jetzt schon. Ja, geht recht gut nach unten. Und lockert das Ganze natürlich auf und bringt eben da Sauerstoff hinein, was ja für die Funktion vom Bio-Waldboden, wie du weißt, wichtig ist. Genau. Was machst du, wenn du fertig sein solltest mit dem Ausmisten? Was ist dann der Abschluss der täglichen Stallarbeit bei Bio-Waldboden? Ja, ich ziehe den Waldboden mit meinen Rechen noch glatt ab, damit es wieder schön ausschaut. Damit es schön ausschaut und das hat noch einen zweiten Grund? Ja, damit der Waldboden gleichmäßig wieder verteilt ist, weil natürlich die Pferde, da kommt eine Bewegung rein und dann schaut es wieder schön aus und ist gleichmäßig verteilt, dass die Einstreuhöhe überall gut passt. Und deswegen werden wir für den Speedy auch noch einen Rechenaufsatz anbieten, also wie einen herkömmlichen Metallrechen mit einer gewissen Breite. Emily, vielleicht kannst du mal kurz probieren, das zu zeigen, vielleicht kann man das jetzt schon ein bisschen darstellen. Dreh das mal einfach um und zieh das hinter dir nach. Genau, du hast es erfasst. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da ein Rechen drauf ist mit einer Breite von, weiß ich nicht, 1 Meter, dann geht man da 2-3 Mal durch. Und man hat das super, super verteilt, super planiert, super aufgelockert, die Oberfläche. Ja, so stellen wir uns das vor, so wird das Ding in den Handel kommen. Wo kriegt man den Speedy? Speedy wird es geben bei uns direkt im Shop zu beziehen, das heißt auf ecogrid.com. Beziehungsweise bei unseren Partnern in der Schweiz und in Deutschland, bei Bio-Waldboden, bei unseren Freunden. Ein wichtiger Punkt noch, du bist wie groß? Wie
groß bist du? 1,57 groß. 1,57 groß ist die Emily. Was sagst du zur Länge? Ja, als war er da für mich gemacht, von der Länge her. Wir werden den in verschiedenen Längen anbieten, einfach für verschiedene Körpergrößen, damit es auch wirklich von der Ergonomie her einen Sinn hat. Was wir nun machen werden, das hat die Emily heute schon eingefordert, wir haben vorher uns kurz darüber unterhalten, ist natürlich verschiedene Farben, wie zum Beispiel Pink oder Hellpink oder Magenta, also so pinke Töne eher dann, vielleicht nur einen neutralen Ton für Männer oder so. Hellpink. Ja, genau, Hellpink für die Männer. Oder ja. Eco-Grid-Grün. Oder Eco-Grid-Grün oder sonst irgendeine Farbe, genau. Wie ist der weitere Ablauf geplant? Wir werden versuchen, dass wir das Ding noch heuer in den Markt schicken. Vorher aber geben wir es ein paar ausgewählte Testerinnen. Wo du jetzt du dazu gehörst? Gott sei Dank. Die werden uns dann hinterher nach einer intensiven Testphase ein paar Fragen beantworten. Diese Fragen werden wir einfließen lassen in die Abschlussentwicklung. Ja, dann sind wir soweit, dass wir damit starten und hoffentlich, ja, regen Zuspruch finden mit der Idee und eine Arbeitserleichterung für alle Mädels und Buben im Pferdestall anbieten. Übrigens auch draußen zum Verwenden. Also nicht nur für drinnen gedacht, sondern auch für draußen. Wenn man so wie bei uns zu Hause Paddocks hat mit Split, mit Sand, dann kannst du bestätigen? Ja, kann ich bestätigen. Lass dir das wunderbar trennen auch draußen. Genau, also genau. Ich habe selber Paddock mit Sand, ja, wo natürlich der Speedy zum Einsatz kommen wird in der Testphase. Das soll so sein. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ich glaube, jetzt sind wir durch. Ich hoffe. Dankeschön, Emily. Gerne. Es wird wieder was Neues geben von uns. Lasst euch überraschen. Ein, zwei Videos sind schon wieder in Planung. Ja, that's it. That's it. Viel Spaß noch beim restlichen Ausmisten, Emily. Dankeschön.